Das ist live, das ist live. Willkommen, da sind wir. Samstag, der 21. März. Fünf Leute schauen uns gerade zu. Hallöchen, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Mein Name ist Dragan, aka der Bratan. Hinter mir in unmittelbarer Nähe, aber mit einem Mindestabstand. Nichts tropfen lassen. Der gute Piet, der gute Tim. Da sind sie. Und der Alfred. Willkommen. My name is Dragan from CrossFit HQ. Today we're gonna start with the workout number 3 live on YouTube. Hörst du mal wie Borat, wenn du Englisch sprichst? Ja, dies Borat. Was geht ab, Leute? Wer seid ihr? Fünf Leute schauen zu. Gestern waren wir über 100 Leute in diesem Livestream. Jetzt ist es so, dass wir einen Samstag haben, Mittagszeit. Ich hoffe, dass wir auch noch einige Zuschauer noch erreichen. Morgen gehen wir nicht live. Nein, das werden wir nochmal verkünden. Es gibt trotzdem ein schickes Video. Es wird natürlich wie gewohnt immer ein Video geben. Wir werden euch immer versorgen mit ausreichend Content. Jawohl, die Laura ist am Start. Treuer Zuschauer und treuer Online-Athlet. Götz, Charlotte. Was machst du da? Geh in die Küche, Junge. Wenn ich gleich nach Hause komme, möchte ich was Warmes essen. Das hab ich nicht gesagt. Klar habe ich das gesagt, ey. Das meine ich auch so. Hasse. Ich bin arbeiten, was soll ich machen? Nenn mich nicht Hase online, ey. Die Elena ist auch da, sagst du auch nochmal Hallo. Hallo. Mit einem Mindestabstand von Greg. Eine Greg-Länge. Eine Greg-Länge Abstand ist unser neuer Witz. Greg, hast du gehört? Greg ist nämlich auch online. Ja. Sarah, willkommen. Schön, dass er eingeschaltet hast. Küche ist in Quarantäne. Wie Küche ist in Quarantäne, was ist das denn? Jawohl, die Familie Graser. Uns fehlt ein Schirk. Wer hat das Schirk gezockt? Janina, weißt du da was? Wir vermissen eins. Hallo Laura, wie geht's dir, Laura? Geht's dir gut? Hast du Muskelkater von gestern? Habt ihr Muskelkater von gestern? Schreibt es in die Kommentare. Wir werden heute... Martin auch da. Wir werden heute ein bisschen kardiomäßig arbeiten. Heißt, wenn ihr ein Rudergerät habt, ein Fahrrad von uns schon geliehen, dann dürft ihr das auch jetzt einsetzen. Ansonsten dürft ihr euch ein Springseil schon mal schnappen. Ich habe es auch schon in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Dann werden wir gleich ein bisschen kardiomäßig arbeiten. Wie das genau aussieht, gehen wir natürlich gleich durch, wie gewohnt. Maren, hallo. Ricky, hallo. Du hast keinen starken Muskelkater, ja, ist okay, du bist ja auch gut im Training. Jawohl, der Greg hat es aufgenommen, versteht den Witz, aber er sagt, eine Greg-Länge Abstand oder Tim-Breite. Aber breit zu sein ist ja nicht verkehrt, ne, Greg? Das trainiert man sich ja an. Klein zu sein, ne, muss ich ja nichts zu sagen. Na, wir wollen jetzt den Greg jetzt nicht wegen seiner Körperlänge. Wegen seiner Körper. Nee. Nein, ich meine, Körperkürze wollen wir ihn jetzt nicht dissen. Es kommt ja auch auf die inneren Werte an. Und da ist der. Da steht der. Ja, genau. Schön, wen haben wir noch dabei? Götz, machst du mit, Götz? Oder bist du nur so ein Viewer, ein Spectator? Lass es mich wissen. Ricky, machst du mit? Ja, ne? Ricky ist am Start. Marlen mit dem Christian und Theo wieder, oder was? Darf man diese Namen eigentlich überhaupt nennen? Ja, ne? Okay. Oh, ich trinke ja wieder so eine Dose. Hast du eine Postdose hier im Bild versteckt? Ja, Christian, da gucke ich tatsächlich. Hat die Janina dich denn informiert, dass du das auch nehmen darfst? Beim ersten Mal wusstest du ja anscheinend nichts davon. Jawohl, der Götz, der macht mit. Leute, ihr wisst Bescheid, macht Fotos. Jetzt auch gerade, wenn wir vielleicht das Rudergerät noch einsetzen können oder das Fahrrad.
macht Fotos, postet. Vielleicht filmt ihr euch mal selber auch dabei für eine Sequenz und ladet das hoch auf Instagram. Ja, natürlich. Wir haben auf jeden Fall eine Alternative für Springseil. Wir werden Jumping Jacks machen. Also man kann ein bisschen hüpfen, ein bisschen springen. Ach so, wenn man nicht springen kann. Hier ist eine Frage. Wir brauchen eine Alternative. Schon mal überlegen, welche Alternative, wenn man nicht springen kann, wahrscheinlich wegen Schmerzen im Knie oder Sprunggelenk. Kein Springen, kein Problem. Das ist das Motto heute. Hallo Mia. Wie war denn gestern die Sandmännchen-Sendung, Mia? Konntest du danach gut einschlafen? Der Schakal 1987. Wer bist du? Für den kaputten Mosi. Oh, oh Mosi. Kriegen wir hin. Der Piet ist hier, der überlegt sich schon was. Ich weiß schon, sein Gehirn rattert gerade. Herpes. Kein Spaß. Oder halt hier, ne? Jawohl, Maren, so gehört sich das. Also, 19 Leute jetzt gerade im Livestream. Wir gehen in 6 Minuten in das Workout. Vielleicht hat der ein oder andere es schon mitbekommen. Das gestrige Video musste leider runtergenommen werden. YouTube hat es gesperrt aufgrund urheberrechtlichen Dinge. Wir haben dort Musik verwendet, die man so nicht anscheinend live streamen darf. Deswegen werden wir heute mit der Musik so ein bisschen gucken, dass wir die gar nicht so laut aufdrehen, dass das YouTube also hier von dem Mikrofon gar nicht so gut ankommt und dann eher auch ein bisschen auf Hausmusik geht, wahrscheinlich was auch in eurem Interesse ist. Wir gucken, dass wir das Video noch mal hochladen oder online stellen, wird aber vielleicht schwierig. Deswegen genießt es jetzt, dass wir einmal live sind. Wer weiß, ob dieses Video online bleiben darf. Die Frage von Greg, liefert eigentlich Barbells noch? Sonst verhungert der Piet noch. Keine Sorge, der Piet verhungert nicht. Er hat noch ein Kilo Stremellachs im Auto. Das ist haltbar. Ich bin auch ein bisschen gewachsen, man sieht mich jetzt immer nur noch bis hier. Ja. Piet ist der Nachbar von Hör mal, wer da hämmert. Nur andersrum. Aber nur andersrum. Der Martin hat ihn verstanden. Sehr gut, Martin. Martin, du bist auf Augenhöhe. Vielleicht würde sagen, auf Gürtelhöhe. Ja. Piet's Shirt. Charlotte lacht über dein Shirt. Yes. Aber nur wer Star Wars kennt, habt ihr geguckt? Ach, Piu, 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 ja, die schickt auch so eine Pistole. Habt ihr das geguckt? Er kann sich eine Scheibe vom Tim abschneiden, schreibt der Greg. Der Greg ist aber auch auf Diss-Modus. Hast du wieder zu viel Deutschrap gehört, Kollege, oder was? Wilson, ja, der Wilson, das ist der Wilson, der Nachbar, ja. Stimmt. Schreibt in die Kommentare. Das kann ich auch mal machen, ihr könnt mir immer wieder mal helfen, wenn ich mal sowas nicht weiß. Also wir sind 19 Leute, ist natürlich für so einen Samstagmittag schon viel. War uns aber auch klar, YouTube, meistens gehen die Leute auch abends dann irgendwie online und so. Schon mal vorab zur Info, wir werden morgen nicht live gehen. Wir haben aber ein nettes Video, was wir online stellen werden. Und dann gehen wir am Montagabend, wie gewohnt, um 19 Uhr wieder live. Was gemacht? Kopf abgenommen. 21 Leute. Yay, geil. Wer macht denn mit? Dann weiß ich schon mal, wer mitmacht, dann kann ich euch immer anschreien und euch in der Technik korrigieren. Oh, sexuelle Belästigung. Ich stell mir das dann so vor. Charlotte, machst du mit? Ich frage mich, ob der Marco ist. Er hat gesagt, er will das auch tun. Die Grasers machen mit, sehr gut. Der Marco schläft. Martin, machst du mit? Genießt es. Letzte Mal mit Karin hier, einer von uns. Die Mama Elena ist da. Hallo, Wiebke. Jawohl, Familie Hackel dabei. Also der Christian ist online und die Maren sind gleichzeitig online. Hat jeder ein eigenes Wohnzimmer oder was? Caro und Martina. Jawohl, Laura, ey, Laura, wenn du nicht dabei bist, aber dann kommen wir persönlich vorbei. Didi macht auch mit. Ja, Charlotte, du kannst mitmachen. Du kannst auch ohne Equipment mitmachen, Charlotte.
Natürlich, wir würden ja jetzt nicht nur was. Die soll sich bewegen. Genau. Charlotte, das Workout für dich heißt heute MRAP 15, koch so viel du kannst. Und mach so viel sauber. Spargel ernten oder was? Ja, der Greg, der macht jetzt so einen auf Sportschau-Schauer. Samstagabend sitzt er da und weiß alles besser als die Spieler und die Trainer. Über Bundesliga meinst du? Ja, ja, meine Sportschau. Ja. Jawohl, so, Charlotte macht auch mit. Sehr gut. Cool. Packt die Jungs ein. Macht ihr zu dritt gleich. Zu viert, sorry. Yes, 26 Leute. Cool. Jawohl. Theo ist auch am Start. Jawohl, yeah. Theo. Mashallah, mashallah, Junge. So wollen wir das sehen. Du weißt, die Mädels stehen auf so einem knackigen Körper, ne? Und jetzt in deinem Alter mit 14 wird das ganz wichtig, das Thema. Aber erzähl dein Papa dir nochmal genau. Es geht in einer Minute los. Also um 14 Uhr. Um 14 Uhr gehen wir live, dann gehen wir das Workout durch, wie gewohnt, dann gehen wir einmal die Movements durch, dann machen wir ein Warm-up und dann geht's auch schon los. Wir haben heute ein MRAP 15. 15 Minuten lang geht das Workout. Die Kinder rufen, hallo, hallo, Milian, Kumpel. Ja, wenn man, ich bin in der Box-Quarantäne. Yes, wir haben es 14 Uhr, Leute. Es sind 29 Leute zugeschaltet. Hallo an alle, die jetzt einschalten. Wir fangen jetzt an, gehen das Workout einmal durch. Sehr gut. Ich drehe die Kamera. Ich bin erstmal raus. Wir gucken, dass wir die Musik nicht allzu laut machen, damit das Video nicht gesperrt ist. Wenn ihr also nur Musik braucht, dann gerne einmal laut machen bei euch. Ich werde hier ein bisschen die Musik immer runterfahren. Kannst du mir einmal das iPad bringen? Dann kann ich hier immer ein bisschen zwischendurch kommentieren. Ich ja. Yes, genau das. Ich drehe einmal die Kamera. Vor mir seht ihr drei wunderbare Herrschaften. Und ja. Was geht ab? Tada! Tolles Ding heute, oder? Und alle so, wow, es geht ab. Müssen zurückgehen. Yes. Nice. Wir haben ein schönes Warm-up wieder. Gleich ein bisschen was für die Hüfte am Anfang. Zehnmal Lunge Elbow to Floor. Gucken wir uns gleich an, was das ist. Dann gibt es ein paar Sumo-Deadlifts. Einfach nur mit den Händen sozusagen. Das Ganze dreimal und dann machen wir noch ein paar Squats und ein paar Jumping Jacks fürs Warm-up oder High Knees auch, was auch gleich eure Varianten sind für das Workout. Die stehen hier oben, gehe ich gleich drauf rein. Wir haben heute ein MRAP 15 Minuten. Folgendes Schema, wir haben 10 Squats, danach rudern wir 200 Meter. Was machen wir statt Rudern? Wir haben ein paar Sachen aufgeschrieben. Hier oben in der Ecke sieht man es. 200 Meter Rudern, 200 Meter Ski-Erg für die Leute, die es ausgesucht haben. Zum Ausleihen viel Spaß, es wird richtig geil. Oder 16 Kalorien auf dem Eco-Bike. Konzept Bike sind 20, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Dann als Alternative, ja. Alternative auch 50 Double Unders oder 100 Single Unders oder 40 Jumping Jacks. Wenn gar nichts geht, weil ich kann nicht springen, High Knees im Stehen. Einfach nur Knie hoch. Gucken wir uns gleich nochmal an, oder? Coole Sache. Nice. Nächste Runde, 20 Squats. Dann einmal eure Ergo-Variante, in dem Falle jetzt der Tim wird rudern, Elena wird biken. Dann 30 Squats, 2 Meter Rowski, eure Ergo-Variante, 43 Squats und so weiter, bis wir gerettet werden von der Uhr. 15 Minuten. Das wird spaßig, oder? Ach, auf jeden Fall. Sehr geil. Nice. Habt ihr Fragen? Das ist die ganz freie Frage überhaupt. Ich habe das Workout nochmal reingeschrieben hier in die Gruppe. Nice. Die Alternativen noch einmal ganz kurz. Yes. Wer also ein Rudergerät hat, 200 Meter, wer ein Ski-Erg hat, 200 Meter, Fahrrad, 16 Kalorien für die Männer und 12. Oh. Mach 14. 12, ich habe 12 jetzt bestimmt. Okay, 12 Kalorien für die Ladies. Boah, muss man so beeilen, ey. Wer Double Unders springen kann, 50 Double Unders. Wie viel Single Unders werden gefragt? 100 Single. 100 Single Unders. Yes. Und 40 Jumping Jacks. Wir gehen die Übung natürlich alle durch. Oder Mosi, weil du gefragt hattest.
Eins, okay. Genau. Versuch einfach stehen zu bleiben, Knie so hoch wie du kannst. Genau, an Mosi oder an jemand, der nicht springen kann, einfach nur High Knees im Stehen, also auch da keine Jumps. Yes. Coole Sache. Ab zum Warm-up, würde ich sagen. Dann kommen wir zum Warm-up. Sehr schön. Marco, moin. Yeah. Er wollte noch kurz wissen, ob seine Frau arbeitet. Wir machen den Match für Elbow to Floor. Das heißt, Ausfallschritt. Boom. Elbow zum Boden. Kurz halten. Dann aufstehen. Yes. Und wir sind direkt die Seite. Wir wollen ein bisschen aktiver bleiben. Und wieder. Wie beim Wrestling. Wie beim Wrestling. Den Sharpshooter. Wie heißt der noch? Der war noch früher, der Rucksack war noch in Mailand, glaube ich, einmal. Wie ist der nochmal? Das war der Flying Elbow. Nein, das ist anders. Der Chokeslam. Den Chokeslam, die Treppe runter, genau. So, das war jetzt eher so für die Männer, die im jugendlichen Alter sich mit Wrestling beschäftigt haben. Hat jemand mitgezählt? Acht. Wie viele soll man machen? Zehn davon. Schön langer Stretch. Ellbogen einmal komplett absenken, wenn möglich zum Boden einmal und dann einmal rotieren in der Wirbelsäule über Kopf. Ich glaube, der letzte jetzt. Wow, das war anstrengend. Clothesline. Clothesline, schreibt der Greg. Yes, da hat er schon gegoogelt. Nice, danke dir. Ist das der Clothesline? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hat er schon gegoogelt. Cool, dann haben wir den Lifts. Bedeutet, wir wollen dann gleich, wer rudert, ein bisschen warm machen mit der Kette. Das heißt, wir stehen breiter als schulterbreit. Nehmen unsere Hände und führen die zum Boden. Wer kann mit den Fäusten? Das ist noch ein bisschen tiefer. Versucht den Rücken dabei gerade zu halten. Große Brust. Wie viele? Raus. Wie viele? Auch 10 Stück. 10 Stück davon. Ruhig auch ein bisschen schneller. Wir haben ja noch 3 Runden. Als würdet ihr was aufheben wollen. Gerader Rücken. Der Greg schreibt nichts gegoogelt. Der ist bestimmt noch bei Yahoo unterwegs. Das schreibt er gerade über MySpace, oder? Und von vorne. Schüler-VZ. Ein bisschen schneller werden jetzt. Ein bisschen dynamischer werden. Ein Lunge, ein Clothesline. Ein Clothesline, genau. Der Greg ist auf jeden Fall heute im Diss-Modus. Ich weiß nicht, dem fehlt wahrscheinlich der sportliche Ausgleich. Man weiß es nicht genau. Dass du das Bike reingebracht hast. Alex ist doch zu Hause, oder? Ich glaube, die Alex hat schon Burnout. Da brennt es auf jeden Fall, ja. Aber kann der Greg erlöschen? Jawohl, Nicole, willkommen. Steig schon ein, mach mit, Nicole. Wir machen viele Squats. Das Workout ist, ich sag's nochmal, MRAP 15. Wir machen 10 Squats. Dann werden wir 200 Meter rudern, wenn möglich, oder Ski-Erg oder Fahrrad fahren. 16 Kalorien zu 12 bei den Ladies. Oder Seilspringen oder Jumping Jacks. So, nochmal geht's weiter im Warm-up. Ganz wichtig immer, Leute, bevor ihr ein Workout macht, macht euch einmal kurz warm. Ihr müsst einmal die Bänder, die Sehnen einmal kurz da ein bisschen warm fahren. Ansonsten den Puls immer. Das geht auch viel um Puls, dass man schon mal da auf Temperatur kommt und nicht den Körper direkt in so ein Workout jagt. Jetzt von 0 auf 100 kommen muss. Krass, ne? Geiles Workout, ne? Ich mach noch einen. Boah! Ich hoffe, die Beine brennen aber auch schon. Ah, schönes Ding. Versucht man so jetzt auch schon ein bisschen tiefer runterzugehen, wie mit so einer Kniebeuge schon fast.
Also schön die Hüfte absenken. Dann könnt ihr nämlich die Knie nur nach außen schieben, bei der Kniebeuge nötig. Schön, ich bin gezählt. Was ist denn los? Hat 9. Von hier wollen wir uns ein bisschen auf die Sachen vorbereiten. Das heißt, wir haben euer Kniebeugen drin. Ganze Fußbelasten, Knie raus, Hüfte nach hinten unten. Gerade Rücken. Heute nicht so wichtig, weil Air Squats, also kein Gewicht, aber größere Technik. Das ist da einfacher für uns. Ein Träumchen bei der Elena. Schön. Wir haben das folgendermaßen aufgebaut. Könnt ihr auch zu Hause mitmachen, wenn ihr ein bisschen Fläche habt. Ein paar Hütchen. Wird der Frage auch schön kommentieren. An jedem Hütchen machen wir 10 Squats. Dann seht ihr auch ungefähr, wer wo ist. 10 Squats, dann nächste Runde 20, dann 30. Kann man ein bisschen so eine Competition machen. Ne? Könnt ihr zu Hause auch ausprobieren. Muss man aber nicht. Mit Abstand natürlich zueinander. Genau. Damit anders als Variante. Klar, nehmen wir das Seil. Und springen drüber. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Double anders oder doppelte Anzahl, normale Single anders. Ein Traum. Oder wir haben auch Jumping Jacks. 40 Stück davon heute im Workout. Und yes, Rudern, Ski habt ihr zu Hause, Rudern, Rücken gerade halten. 2 Meter ist so eine Sprintdistanz. Das heißt, da könnt ihr schön durchziehen, sollte ungefähr nicht länger als eine Minute dauern. Und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Übung. Den Squats. Sehr geil. Genau. Ich weiß nicht, die Nicole ist ja noch dazugekommen. Ja. Macht die mit? Ich weiß nicht, ob die mitmacht. Hast du jetzt nicht geschrieben. Nicole, machst du mit? Kurz reinschreiben. Ansonsten gehen wir weiter hier. Wenn was, ich schreibe dir dann. Okay, cool. Genau. Ja, wenn ihr springen könnt, 20 pro Seite, so schnell wie ihr könnt. Yes. Sehr geil. Das ist das Workout. Ja. Macht ein paar Kniebeugen zu Hause als fürs Warm-up, 5 Stück. Schön langsam, nochmal kurz. Und, ja, okay. Schön langsam und mal kurz halten. Sehr schön. Und mal hier die Knie nochmal rausdrücken. Die müsst ihr mal mit den Füßen bleiben. Genau, ihr könnt auch schon eine Kombo machen mit Elena gerade. Also das Knie nach vorne schieben, so ein bisschen mit den Ellenbogen die Knie rausdrücken. Wenn ich so tief kann, könnt ihr auch da die Bank dazu nehmen. Genau. Das ist eine gute Idee. Oder den Stuhl da hinten. Yes, das war das Warm-up. Dann geben wir den Athleten noch so 2-3 Minuten. Yes, spring ein bisschen ein, double anders. Genau, stellt schon mal alles auf. Ihr wisst jetzt Bescheid, was zu tun ist. Stellt alle Geräte dahin, damit ihr auch kurze Wege habt. Das ist ein MRAP 15. Schon ein bisschen. Ja. Nice. Dann hätten wir nämlich noch ein Hütchen. Ja, die Uhr nicht, kann man nicht sehen. Das ist nicht schlimm. Ich sag das mal wieder an. Yes. So, Leute. Workout MRAP 15. Das heißt, wir arbeiten jetzt 15 Minuten lang. Wir fangen an mit 10 Air Squats. Steigen dann auf ein Gerät oder machen Double anders, also Seilspringen oder Jumping Jacks oder so Step Up, das High Knees. Und dann geht es weiter. 20 Squats und die Anzahl der gefahrenen Meter auf den Ergo-Geräten bleibt immer dieselbe. Das machen wir da 15 Minuten lang. Sehr schön. Wenn ihr ready seid, ich glaube, die Athleten sind soweit. Die sind da 43 nice. Leuten. Geil. Ich bin nur 100. Das sind alle Genau. Gute Sache. Nee, noch nicht. So, DJ Bratan ist auch ready. Jawohl, seid ihr ready, Athleten? Sehr gut. Dann geht es los. Timer da hinten.
Timer, es läuft da hinten. Ich gebe mal zwischendurch Rückmeldung, wie lange es noch geht. Dann wünsche ich allen viel Spaß. Maren, du bist bereit, wie immer. Christian, Theo, lasst euch nicht abziehen von der Mama. 10 Sekunden. Let's go. CrossFit Krefeld. Es geht los. 2, 1, Zeit. Air Squats. Danach schnappen wir uns ein Seil oder ein Ergogerät. Elena fährt Fahrrad. Der Tim hier zur Linken rudert und Piet springt. So, in der zweiten Runde machen wir 20 Squats. Wir haben hier mal Hütchen aufgestellt, damit wir nochmal sehen können, wer in welcher Position ist. Jedes Hütchen stellt immer ein 10er-Paket an Squats dar. So, 20 Squats. Jetzt wird wieder Seil gesprungen, beziehungsweise gerudert. Let's go, 41 Leute im Chat. Wir wollen hier sehen zum Beispiel, dass die Elena aufgrund leichter Knieprobleme gar nicht so tief gehen möchte und kann vielleicht auch, aber sie nimmt sich zum Beispiel einen Stuhl und geht gar nicht so tief.
völlig in Ordnung. Kurzer Kontakt zum Stuhl und geht wieder rüber zur nächsten Position, also in der 30er Runde Squats. Noch etwas weniger als 10 Minuten. Let's go! Sehr schön. Jasmin sagt, du Arme, du musst das Fahrrad machen. Sich Leute im Chat, sehr gut. Wie komm, ich warte, Alter. Ich warte hier. Yeah. Everybody.
Noch 5 Minuten. Komm, Leute, zu Hause. Glasas, come on. Hackels, come on. Laura, Marin, let's go. Leute. Noch 3 Minuten. Komm, Götz. Ich sehe doch, dass du Pause machst, Götz. Jetzt verarsch mich hier nicht. Let's go. Come on. Mosi, come on. Haide, Charlotte, idemo! Der Elena besorgen wir nächstes Mal so einen Stuhl mit Rollen. Das sind Air Squats. Füße komplett auf dem Boden, Knie raus, Oberkörper aufrecht, kein Buckel. Wenn man nicht tief gehen kann, dann nimmt man sich einen Stuhl. Let's go, 1,50 noch, komm jetzt. Gas geben. Komm, Mia. Du bist schneller als der Didi. Komm jetzt, Gas geben. Sabrina, komm von hinten, Gas geben. Ich sag das an. Letzte Minute! Gas geben! Komm, Janina, Gas geben! Komm, 40 Sekunden, schaffst du 200 Meter noch. Gas geben, komm jetzt, ja. Let's go, heide Charlotte, heide, heide, heide. 10 Sekunden. 3, 2, 1, Zeit! Yes, yo!
Leute, ihr habt es geschafft. Das waren 15 Minuten. Die hätte man nicht besser investieren können, diese 15 Minuten, als in ein wunderschönes Workout mit CrossFit Krefeld. Charlotte sagt, oh mein Gott, meine Beine. Yes. Martina hat einen Puls von 178. Ich hab's nicht geschafft. Bist du auf Intensiv gerade, Martina? Sehr cool, die Wiebke. Hast du mitgemacht, Wiebke? Ich hoffe. Ja klar, musst du doch hier. Du hast jetzt mal deine Tochter in Action gesehen hier. Da ist sie. Guck mal, deine Tochter steht hier, ey. Als wäre nichts gewesen. Ach, er lächelt hier so mal weg. Schön, Leute. Kommen wir nochmal zusammen. Badaboom. Vielen Dank. Wer ist Badaboom? Sabrina. Ach, Sabrina Badaboom, stimmt. Nice. Sabrina, hast du denn die noch geholt? Geil. Wow. Gehört super. Ja, Muskelkater wird kommen. Nice. Jetzt gibt es noch mal eine kurze Neujahrsansprache vom Kollegen hier. Ich sehe noch mal die Kamera. Geile Nummer, Martin. Sehr gut. Wow. Bein am Pump, ey. M05i. Wer bist du? Sehr geiles Workout. Auf dem Platz. So gehört sich das auch. Marvin ist auch Platz. Der hieß auch ganz anders. Nice. Also, Tim übernimmt kurz. Danach komme ich wieder. War eine schöne Session. Natürlich immer viel schöner, wenn man hier zusammenhockt. Geht momentan nicht. Wir hoffen, dass die Situation möglichst schnell hier zum Normalzustand zurückkehrt und wir wieder vor Ort an der Gesundheit arbeiten können. Ist natürlich ein super Zeitpunkt, überhaupt mit dem ganzen Kram anzufangen. Also, wenn ihr uns zuschaut und noch nicht bei uns trainiert, ist natürlich jeder herzlich willkommen, einfach mitzumachen. Wir gucken, dass wir online das Coaching so gut wie möglich rüberbringen und uns bei der Zeit, die wir hier haben, nicht unterkriegen lassen. Auch wir sind ab und zu nicht so gut drauf und gerade so als Selbstständige momentan ja nicht die bestgestimmtesten Leute. Allerdings versuchen wir auf jeden Fall immer hier die beste Stimmung wie möglich nach vorne zu bringen und bin mir auch ganz sicher, dass wir das in der nächsten Zeit schaffen, die Zeit gut überbrücken können und dann gemeinsam hier vor Ort wieder loszulegen. Also bleibt schön fit zu Hause, bleibt gesund, esst vernünftig gerade jetzt, verfallt nicht in so einen Fresswahn, weil man sowieso keinen Sport machen kann, sondern guckt, dass ihr euch möglichst vernünftig gesund ernährt, damit wir uns alle hier wiederfinden und ja, wahrscheinlich so ab Mitte April wieder Gas geben können. Mir hat Spaß gemacht und wir sehen uns auf jeden Fall ab Montag wieder live und morgen gibt es ein Nicht-Live-Video von uns, das ihr natürlich auch zu Hause mitmachen könnt. Mal noch eine Community-Clap-Clap-Woo in 3, 2, 1. Wer das jetzt mitgemacht hat, Freunde. Ihr seid die Geilsten. So viel Spaß haben wir gar nicht mehr. Da bin ich wieder. Wunderschön. Wir waren zwischenzeitlich bei 42, 43 Live-Zuschauern. Ist natürlich für so eine Uhrzeit samstags mega geil. Ihr habt es gerade gehört, wir sind morgen nicht live. Da werden wir aber ein schönes Online-Video noch stellen und dann könnt ihr ein bisschen Yoga machen. Ansonsten, war geil. Erzählt mal, was habt ihr für Alternativen gehabt? Jeder hat ja so einen Ski-Erg. Martina stieg gerade 14 Kilo. Ja. 40 Kilo auf Eco-Bike ist schon Mashallah, ne? Wissen wir alle. Was habt ihr denn gemacht? Habt ihr gerudert teilweise dann? Ja, ne? Vollgas gegeben. Manche können ja auch dann rudern, weil sie das Gerät ja dann jetzt mittlerweile da zu Hause haben. Sehr, sehr geil. Geil, dass wir ein Bike hier hatten. Ja, Dietmar, was in so ein Ford Mondeo reinpasst, ne? Jetzt kann man essen, genau so. Ricky, 12 Kalorien, Ricky, auf Rudergerät oder was hast du gemacht? Was denn? 200 Meter, ja stimmt. Nee, auf dem Rudergerät natürlich. Aber da war noch, die Sarah, du hast doch einen Ski-Erg, ne? Was hast du denn gemacht? Oder die Grasers, die habt einen Ski-Erg. Habt ihr auch 200 Meter Ski-Erg gemacht? Wer durfte es denn nutzen, der es abgeholt hat? War denn da zu Hause in der Bude tatsächlich? Auf Laminat oder was? Geil. Würde ich gerne mal wissen. 200 Meter Ski-Erg, jawollo.
Das ist gut. Hast du zumindest ein bisschen Entlastung in den Beinen. Beim Rudern muss man natürlich noch mehr aus den Beinen. Aber 200 Meter Skihöck ist undankbar, das stimmt. Geile Geschichte. Wir sind nur hier noch 4-5 Minuten, sind wir noch ein bisschen online. Wir können noch ein bisschen texten. Habe bis 45 Squats von der 70er. Die Ricky war in der 70er-Runde. Wow, stark. What? Jawohl. Boah, irgendwie habe ich Gas gegeben, wo warst du, Pete? Der Pete hat 70 fertig gemacht. Danke, Pete. Die Janina steigt, wir waren alle am Skiirk. Ich stelle mir gerade vor, so einer macht rechts, einer links und der andere hält noch den Arm von dem anderen fest und dann haben sie alle geschirrt. Geil. Also Charlotte war im Kinderzimmer mit den Kindern, hat Jumping Jacks gemacht. Geil. Nächstes Mal machen wir Wallball, Charlotte, dann kannst du auch einfach ein Kind nehmen. Anstatt ein Wallball. Ihr habt ja drei. Wir haben ja drei. Sehr gut. Auf Waschmaschinenunterlage, schreibt der Martin. Hat er Double anders gemacht, oder was? Ja, er hat Double anders gemacht, geil. Auf einer Waschmaschinenunterlage. Das sind ja auch, die sind ja auch immer so groß, dass eine Waschmaschine drunter passt. Wird wahrscheinlich wie so eine Fallschutzmatte. Eigentlich so eine Schutzmatte, ne? 70er-Runde Finish mit Row, schreibt die Laura. Wow. Hast du dann auch 200 Meter gemacht oder haben die Ladies eigentlich 160 oder so bekommen? Ne, auch 200 Meter, ne? Yes. Die Graser schreiben, nee, waren alle nacheinander. Dann hat, was habt ihr denn alternativ gemacht? Jumping Jacks wahrscheinlich, ne? Ja, wir arbeiten, Mosi, an kleinen technischen Veränderungen. Wir haben noch ein paar Ideen, dass das Ganze so ein bisschen, wir werden uns da bemühen, das auch technisch so ein bisschen besser einzublenden. Ansonsten immer in den Chat gucken, dort schreibe ich immer das Workout nochmal rein. Vielleicht macht das auch vorher einmal in die Gruppe schreiben, dann wisst ihr schon mal grob, worum es geht, was wir vorhaben. Ach, die Stoffers waren auch da, Fabian und Noreen kommen, melden sich jetzt aus der Versenkung, haben mitgemacht, haben die 80er-Runde beendet. Nice. Ah, ist schon gut, aber man munkelt ja, dass der Fabian auch stofft. Er ist ein Stoffer. Badaboom, der geht 1-0 für mich. Ja, Ricky, 200 Meter gerudert, aber rudern kann sie ja auch. Ne? Yes, noch 29 Zuschauer. Wir bleiben noch eine Minute online. Vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr immer so zuschauert. Das ermutigt uns auch in dieser schweren Zeit. Wir freuen uns tatsächlich. Also ich kann für uns hier sprechen auf jeden Fall. Wir freuen uns auf diesen Live-Chat. Und auf diese Kommentare, die wir hier bekommen und auch dieses Live-Workout eigentlich. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, gerade mit euch irgendwie zu kommunizieren, so interaktiv. Ansonsten, auch schon ein paar Sachen abgedreht. Falls wir wirklich irgendwie alle dann irgendwie in Quarantäne kommen, dass wir nicht mehr rauskommen, eine Ausgangssperre haben, irgendwie komplett für Deutschland, was wir erstmal nicht glauben. Aber dennoch haben wir schon was im Petto, falls wir da irgendwann mal nicht live gehen können, haben wir schon das ein oder andere auch lustige Video wieder schon abgedreht. Also wir gucken, dass wir weiterhin tatkräftig hier Content liefern, um euch Workout zu Hause zu ermöglichen. Yes. Cool, also die Graser sind voll am Flieg, ey. Die sind richtig am Arbeiten da, ey. Ja, vielen, vielen Dank. Ist echt gut, also das motiviert uns auch wirklich, ne? Wir würden das natürlich auch machen, wenn nur einer im Chat ist. Aber wenn sich so viele wirklich auch da anmelden und so mitmachen, das ist ziemlich geil. Wir haben gestern auch Leute gehabt, die gar nicht zu CrossFit Krefeld gehören. Auch da herzlich willkommen. Also einfach mal den Link, wenn ihr in so einer großen Gruppe seid, ihr wisst ja, die Leute sind gerade zu Hause, einfach mal diesen Link posten und sagen, ey, wer Bock hat auf ein Live-Workout, einfach mitmachen. Da kann ja jeder dann auch immer noch entscheiden, ob er mitmachen möchte. Also es sind immer auch Leute willkommen, natürlich auch, die noch nicht zu der Community CrossFit Krefeld gehören. Genau, und alle WhatsApp-Gruppen gehen momentan sowieso völlig amok, also könnt ihr auch da ruhig noch einen Link dazu reinkopieren. Ja, mega wichtig für uns natürlich und klar, wir machen das auch für eine Person, aber wir merken, das sind 40 Leute im Chat, ist es auch für uns immer so ein Ding, um weiterzumachen und dabei zu bleiben. Ne? Yes. Also danke nochmal. In so einer Zeit müssen wir irgendwie dann doch alle zusammenhalten. Die Nachrichten sind alle gerade so nur negativ irgendwie.
Und wir versuchen halt auch euch da in diesen 30 Minuten Livestream jetzt auch einfach eine positive Zeit zu geben. Mit unserer Energie, die wir euch ja sonst immer in den Boxen so geben, versuchen wir das jetzt einfach online. Ist alles ein bisschen self-made. Verzeiht uns auch, wenn wir da einen technischen Fehler hier und da haben oder auch vielleicht der ein oder andere Kommentar von mir drüber ist oder drunter. Wir versuchen gerade einfach das Beste aus der Situation zu machen. Yes. Ihr seid unsere Motivation, schreibt die Janina. Vielen Dank, Janina. Ihr seid aber auch unsere Motivation tatsächlich. Schöne Gruß von Mia, soll ich dir sagen, Elena. Oh, danke. Ich finde, es ist aber schade, dass die Mia mir keine Grüße bestellt. Aber die mag dich anscheinend, die Mia. Hallo, Mia. Ich sage ja immer so, wie du mir, so ich dir. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Oh. Wie du mir, so wie ich dir. So sieht man hier. Nice. So, ihr seht, ich bin drüber. Also, schließen wir diesen Chat. Ich hoffe wirklich, dass YouTube das nicht ist, sperrt. Es ist so, dass dort halt im Hintergrund YouTube ganz viele Systeme hat, die halt Musik erkennen und dann sperren die sowas. Es geht lediglich um die Musik. Wir haben ein bisschen aufgedreht auch doch wieder, weil die Motivation dann immer ganz cool ist, wenn die Mucke so läuft. Sollte das Video gesperrt sein, ihr wart zumindest im Livestream. Es kann nun nicht mehr online abgespeichert sein und es ist dann weg aus der Historie. Ansonsten Montag 19 Uhr live, morgen für die CrossFit Krefeld Community oder auch für die Insta-Menschen, die sich auf Instagram bei uns so mal blicken lassen. Dort posten wir rechtzeitig, wann wir welches Workout wo bekannt geben. Ansonsten Leute, habt ein schönes Wochenende, bleibt zu Hause und ihr kennt alle Regeln, die man jetzt so befolgen soll. Am besten machen wir das auch alle, damit wir alle wieder ganz normal in den Alltag kommen. Ich verabschiede mich. Tim. Ciao. Leute. Ich sage ja immer so, es ist wie ein Spiegel, aber ich habe was anderes, ich habe was Neues. Ey, was ist los hier, Alter? Hier wird man schon gemobbt. Spiegelmann. Nein. Sie impliziert sich. Es ist wie Echo. Man hört sich. Nein. Schönen Abend. Bis dann. Es ist Mittag.